So, da bin ich wieder mit einem neuen Raptor-Analyse. Und heute schauen wir uns dieses Panzerass-Gameplay im G-Saw an. Auf der guten alten Map Overlord. Ja, so gut ist sie jetzt persönlich auch wieder nicht. Aber trotzdem kann ich euch mal zeigen, dass man auf dieser Map schon eigentlich einen ziemlich großen Einfluss haben kann, wenn man einen leichten Panzer fährt. Wie schon gesagt, wir sind ziemlich glücklich vom Matchmaking her. Wir sind im Mid hier in einem Plus-Minus-2 Matchmaking. Und diesmal gibt es leider drei Klickachus. Und dadurch müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, damit wir hier nicht zu hart auf den Sack kriegen werden. Was ich jetzt öfters mit diesem Panzer gemacht habe, da er ja eigentlich eine ziemlich gute Camouflage hat und diese Tarnung auch ziemlich gut benutzen kann, bin ich jetzt öfters mal in diese Position hier reingefahren. Aber seid euch im Bewusst oder haltet euch im Bewusstsein, dass diese Position vor allem, wenn ihr kein leichter Panzer seid, vor allem eher so mittlere Panzer, dass diese nicht so gut ist. Weil diese Posi gibt nicht so viel Karma, habe ich so das Gefühl. Zum Beispiel, ja, ihr könnt sehen, die Batschat hat hier schon mal das größere Problem. Wir spotten sie und wir entscheiden uns dafür, einfach hier dieses Pika-Boom zu machen, ihm einen kleinen Schuss zu geben, während wir dann sofort wegzurennen, weil wir gehen davon aus, dass wir immer gespottet werden. Und sobald wir nachgeladen haben und noch ein bisschen Zeit vergangen ist, gehen wir in den kleinen Busch hier rein. Ah, lustige Story. Der Typ hat mich unter anderem auch als Hacker beschimpft und so ein Cheat-Mod-User, weil ich ihn outplayed habe. Aber genau das meine ich. Das letzte Mal habe ich mich auch hier mit dem Skoda hingestellt und bin auch die ganze Zeit aufgegangen, obwohl da vorne ein Prosciutto war und es lief nicht so gut für mich. Habe ich jetzt aus meinen Fehlern gelernt und diese Person hier drüben, die hat das leider nicht so gerne gehabt. Aber wie ihr sehen könnt, wir haben das Glück, dass die Arti nicht so wirklich uns momentan fokussieren will. Darum können wir auch diese eher riskanteren Moves machen, wie zum Beispiel ihn wieder spotten und nochmal Hallö und uns wieder verdrücken. Leider kommt hier das große Problem namens Lynx, der uns mit einer HE natürlich nochmal ein bisschen mehr Schaden gibt, als wir ihm machen könnten. Und er hat es genau richtig gespielt. Er weiß, dass ich jetzt wahrscheinlich greedy bin und hier wieder spotten gehe. Und der Prosciutto denkt sich jetzt: Du verdammter G-Saw, ne? Was ist mit dir los? Dich hole ich mir. Darum sagt Raging Raptor: Bunny, einfach gotta go fast. Nichts mehr mit ihm zu tun haben und wir rennen weg. Und ihr könnt sehen, er ist wirklich, glaube ich, ziemlich gerade angepisst wegen uns. Also, er spielt viel zu aggressiv in einer Pose, die er früher oder später sicher mal abgefarmt werden wird. Vor allem der Standard B dort drüben sollte theoretisch, wenn er es richtig spielt, Schüsse auf ihn haben. Aber wir können das auch selber machen, wie zum Beispiel hier kurz Hallo, bye und uns wieder verziehen und sogar noch einen Standard B spotten. Ja. Ich glaube, diese Progetto hasst uns momentan, weil wir spielen momentan wirklich das aus, was dieser Panzer machen kann. Die Camo und die mehr oder weniger ordentliche Mobilität, habe ich schon gesagt, das geht besser. Das Einzige, was noch wirklich gut ist in dem Panzer, ist natürlich die gute Kanonenrichtwinkel minus. Und ihr könnt sehen, ich gucke hier ganz genau, dass ich ja nicht auf 50 Meter rankomme, weil sonst bin ich in einem Proxy-Spot-Bereich. Heißt also, ich bin sofort offen, egal wie viele Büsche dort stehen. Und da jetzt die A-Team noch einen schönen Schuss gegeben hat, ist ein One-Shot für uns. Und da sagt der Raging Raptor, dann sage ich nicht nein. Und tut mir leid, aber ich glaube, du hast nur Schaden gemacht. Und wir haben 1173 Free Damage gekriegt. Nimmt man doch gerne mit. Gut, Free war es noch nicht, wir mussten einmal zahlen. Den Standard B hier haben wir gespottet und ich mache die gleiche Taktik, wie es auch Keyhand getan hat. Einmal nochmal in die Ketten reinbolzen, da gibt es noch ein bisschen mehr Spotschaden, ergo ein bisschen mehr EXP, ergo der Grind ist ein bisschen schneller. Trotzdem, die Runde sieht schon ein bisschen gar nicht mal so schlecht aus für uns. Wir sind fast 2000 HP vorne und sogar einen Kill vorne. Und darum fahren wir jetzt auch mal ein bisschen aggressiver. Und, oh, ich bin gespottet, sag mir aber, weißt du was, ich riskiere den Schuss auf den T55 Lightweight. Hat sich unter anderem auch gelohnt. Wir haben 275 Schaden gemacht. Jetzt müssen wir aber Glück haben. Und das haben wir. Das hier war ein extrem riskanter Move. Vergiss nicht, 275 war ein arger Highroll und unser Durchschnittsschaden ist 240. Dass wir also noch mit dem zweiten Schuss auch nochmal ihn gestandard-rollt haben, war ziemlich glücklich und dieses Glück nehme ich sehr, sehr gerne mit. Hier gucke ich noch, ob ich vielleicht ein paar Schüsse auf dem Links habe. Da habe ich so gemerkt, ja, hey, warte mal, ich habe die IS ja Spotschaden gekriegt. Das heißt, ich kann auf die schießen, was ich dann auch tue und ihm einen kleinen Schuss ins Heck gebe. Und da er gestunt war, macht uns nicht auf, höchstwahrscheinlich. Oder wir waren immer noch gespottet.
Aber ihr könnt sehen, wieder mal, Lynx, der will uns. Und was tut man genau? Wenn man einen leichten Panzer hat, der schlechte Kanonenwerte hat oder schlechten DPM und sich kaum verteidigen kann. Genau. Bein in die Hand und weg mit dir. Der STH-1 da drüben ist auch ein bisschen aggressiver und ihr könnt sehen, wir konzentrieren uns wieder aufs vordere Kettenrad, wieder einen D-Track-Schuss zu geben und darauf zu hoffen, dass unsere AT ihn rausnimmt. Oder der T10. Und hier bin ich ziemlich greedy, weil der T10 da den Schuss verzagt hat, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich noch gespottet war. Aber war jetzt eigentlich auch wurscht in dem Falle, wir konnten einen Kill kriegen, war aber ein bisschen riskanter. Muss jetzt auch mal angemerkt werden. Mal gucken, ob wir den Lynx noch kriegen und... Nein, wir waren noch gespottet, so wie es aussieht. Wir verschießen unseren Schuss und... Oh, nee. Der Arthur hat uns... Der Schrittzeug hat uns ordentlich Schaden gegeben. Wir schießen mit der Fahrt und probieren links, rechts auszuweichen. Hoffen, dass der Schritt... Die Batschel uns nicht trifft. Ich glaube, die Batschel waren ein bisschen betrunken, weil er hat keinen Schuss getroffen. Gut für uns, wir überleben es. Wir haben auch schon 2800 Schaden, was ziemlich top ist. Jetzt müssen wir aber gucken, die Batschat, wenn es mich nicht täuscht, war ein One-Shot genau und mein Snapshot ging einfach in die Hosen und, och, da ist ja noch ein Lynx. Da hat mich jetzt jedoch nicht gespottet und ihr könnt sehen, anstatt da einfach rein in Yalawa Bibi zu machen, gehe ich hier oben auf den Hügel und ich entscheide mich jetzt auch auf den Amix M4 zu gehen und, ja, geben ihm hier ein bisschen Schüsse in den Weakspot. Nimmt man auch gerne wieder mal mit. Und ich bin auch hier ein bisschen greedier, obwohl ich weiß, dass eventuell die Arti uns haben möchte. Aber es wäre wirklich wichtig gewesen, dem T10 zu helfen, alleine für unser Team. Leider hat das nicht funktioniert. Zum Glück macht die Art ihren Auftrag. Ich bin mir ziemlich sicher, der Amix M4 hat Spielspaß bis zum geht nicht mehr. Und ein schön lang angezielter Schuss in seine Seite erledigt den Rest. Ich war hier jetzt aber gespottet, das ist interessant, weil normalerweise sollte ich nicht gespottet sein. Und das war ein bisschen riskanter. Aber nun, wie sieht denn das Game jetzt aus? Wo sind unsere Verbündeten? Wo haben wir einen Schuss gekriegt? Sind wir ehrlich, es ist eigentlich Standard, dass jetzt alles vom Gegner noch hier oben kämmt. Und das ist ziemlich gefährlich, weil wir sind nur 1000 HP vorne. Das ist also ein Grill- und ein Schrittwagenschuss. Dann sind wir wieder hinten. Und in dieser Pose dort oben, werdet ihr gleich sehen, die kann ziemlich broken sein, wenn man die nicht gut spottet. Darum müssen wir diese klug und schon fast ein bisschen aggressiv anfahren. Ich habe jetzt auch HE geladen für die Grille 15 dann. Ich war nicht sicher, war ich gespottet eventuell beim Crossen? Nein, war ich nicht. Gut, nehmen wir weiterhin die Büsche und ja, wir probieren jetzt einfach mit der Buschlinie uns vorzuarbeiten. Weil höchstwahrscheinlich wird die Grille dort oben entweder campen oder da ganz hinten. Und ja, da haben wir die Grille und hat sie uns gespottet. Sie hat uns nicht gespottet, wir haben sie aber auch nicht gespottet, wie man sehen kann. Leider haben wir sie nicht gespottet, weil das hätte uns ja ziemlich schöne Spotschaden gegeben. Und wir haben jetzt einen Schuss gemacht, der hat leider nicht gepennt mit unserer HE. Wir probieren jetzt weiterhin ein bisschen klüger anzugehen. Und da haben wir auch die M53 gespottet, sofort in Deckung ging und schon wieder ein Schuss daneben. Ist ein bisschen schade, aber what can you do? Dafür gibt es aber noch ein bisschen Spotschaden. Und jetzt machen wir das an und für sich ziemlich klug. Wir nehmen die Grille fast raus. Wir nehmen sie auch raus mit einem sehr, sehr glücklichen Schuss. Aber der Schrittwagen hat uns wieder beschossen. Wir sind jetzt ein One-Shot. Bei noch zwei Arties. Und ja, jetzt seht ihr mal, wie broken an und für sich die Büsche sind in dem Spiel. Ja. Da ist Lorraine. Ich möchte jetzt nicht drauf schießen, weil der Schrittwagen steht da vorne. Und ja, in dem Fall wäre es eventuell besser gewesen, Ding zu laden. Eine Binus dabei zu haben. Aber 490 Meter Sichtweite sind nicht genügend, um einen Schrittwagen S1, der im Busch steht, auf 79 Meter zu spotten. Uff. Big Uff. Ich möchte gerne die Art rausnehmen, aber es bringt mir nichts und ich muss es immer noch safe spielen, weil wir können das immer noch verlieren. Vergiss nicht, wir haben da hinten noch den ISM und der T-55E1. Ich muss jetzt einfach warten, bis die gespottet werden und der Schrittwagen endlich schießt. Oh, guck mal. 140 Meter und ich kriege ihn nicht auf, erst wenn er schießt. Ach, das ist lächerlich. Ich entscheide mich jetzt dann auch dafür, einen Schuss auf ihn zu geben. Und leider war es nicht gerade so ein großer High-Roll. Und ich mache hier einen sehr, 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 sehr schlechten Move, weil ich fahre so, dass der Schrittwagen auf mich schießen kann. Weil ich dachte, der Typ hätte sich umgedreht. Und da verkacke ich noch meinen Krieger, sowie aber auch meine Chance, noch eine Fahrdienstmedaille zu kriegen.
Und ich glaube sogar meine Mission hier, weil ich glaube, ich war ziemlich nah dran, den Schaden zu machen, wenn ich mich nicht dünkt. Weil wir haben insgesamt 4016 Schaden gemacht. Und dazu noch 3000 Spot-Schaden. Aber leider, ein schlechter Move von uns hat dann leider das Spiel besiegelt für uns persönlich. Trotzdem, wir haben das Spiel gewonnen. Der Camper-Schnitzel da ist hinüber und wir haben das Spiel gewonnen. Und so sah das denn auch aus. Das Panzer Ass, 4000 Schaden, 3288 Spot. War dann, bin froh, dass ich das Panzer Ass gekriegt habe mit 1561 Base XP und nee, 25% des Schadens haben wir vielleicht doch. Doch hätten wir gemacht, glaube ich, wenn ich überlebt hätte. Schade, schade. Wirklich, der Schade ist schade. Aber hey, es war ein gutes Gefecht und vor allem auf einer Map, wo man normalerweise nicht wirklich denken könnte, dass man gut spotten kann. 23 Schüsse, 20 Treffer, 18 Pen-Hits, zweimal Splash-Damage, weil wir halt mit der Heli nicht gepennt haben. 4 Treffer, 4 Pen-Hits und ein Splash-Schaden. Ja, wir haben es ein bisschen schlecht gespielt, schlussendlich, aber mit 7200 kombinierten Schaden nehme ich gerne mit und es war ein Sieg. Und genau da haben wir noch die Antwort von dem lieben netten Mighty Duck. Hacker, das Replay geht nach Wargaming. Habe ihm geschrieben, hey, Dude, ich streame gerade und tut mir leid, wenn ich dich outplayed mit Camo. Ja, ich weiß, das nervt ein bisschen. Ich weiß, ich kann auch Salty werden über Arty, aber tut mir leid, aber er weiß doch, wenn er da hochgeht, wird er gespottet, dann ist es auch logisch, dass da irgendein Scout steht und wenn ich ihn schon öfters abfarme, dann muss man nicht noch Yalla-Wabibi vorfahren. Ich weiß, teilweise es kommt auch mit mich ran, aber ich habe in diesem Fall definitiv nicht gehackt. Ich habe es auch live gestreamt. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Raptor-Analyse hat euch gefallen von diesem Panzerass und ich hoffe, ihr habt auch wieder was gelernt, wo man sich am besten hinstellen kann, was man nicht tun sollte beim Beispiel von dem Mighty Duck. Tut mir leid, dass ich das outcalled habe. Ich hoffe, du merkst jetzt, dass diese Position, wenn da ein Scout steht, definitiv nicht sehr der gute Punkt ist. Und vergiss auch nicht, Herder steht zwar in S1-Kamo, allgemein Büsche sind broken in dem Spiel. 141 Meter, ey, what the fuck. Danke vielmals fürs Zuschauen. Wenn das Video euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Feedback ist immer willkommen. Und ansonsten, wenn ihr neu beim Kanal seid und weiterhin solche Replay-Analysen sehen wollt, nicht vergessen zu abonnieren und ich sehe euch im nächsten Video.